Ni hao, meine lieben Reisverkäufer, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Hört auch, heute habe ich mal ein ganz anderes Video für euch am Start. Und zwar wisst ihr ja, ich spiele Brawl Stars mittlerweile seit 4 Jahren und ihr habt euch bestimmt auch schon mal gewundert, Landi, wie gut warst du früher etc. Ich habe einige Screenshots und auch einiges an Gameplay für euch vorbereitet. Und ja, wird auf jeden Fall mega, mega nice. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ich habe ganz viele Screenshots noch, ganz viel Gameplay und vieles mehr. Und natürlich, Leute, ganz wichtig, wenn ihr euch was gönnt, ihr wisst Bescheid, gerne Creator-Code Pookie, solange ich meinen nicht wieder habe. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! So, Leute, wir kommen jetzt mal zu dem ersten Screenshot. Und zwar war ich damals Platz 1 global, beziehungsweise ich glaube, ich habe sogar zweimal auf jeden Fall sicher. Ich glaube, vielleicht sogar auch dreimal Platz 1 global beendet, auch in der Season. Damals ging die Season nur 2 Wochen. Und wie ihr sehen könnt, war ich hier Platz 1. Damals war ich auch in Nova eSports, da habe ich meinen Twitter gepostet, bisschen pushen wollte. Habe ich einen eigenen Club kurz gemacht, aber ansonsten war ich eigentlich immer in Nova eSports drinnen. Und ja, hier seht ihr einen Screenshot, ne? Damals Platz 1 global, damals hieß ich nur Landi, dann hieß ich Twitch Landi 1995 und dann halt Code Landi. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ihr seht, vielleicht kennen ein paar Leute von euch noch. Gül seht ihr ja, Gül spielt aktuell auch noch. Twisty Trick war auch dabei. Ja, die anderen kennt ihr wahrscheinlich eher weniger. Und ja, das war auf jeden Fall der Platz 1 Screenshots. Und da habe ich auch noch ein richtig geiles Video für euch, Leute, was ich damals aufgenommen habe. Das zeige ich euch jetzt. So, Leute, und zwar erster deutscher Spieler über 1000 Trophäen, Leon. Übrigens editiere ich da nochmal was dazu, Leute. Ich war der erste Spieler auf der Welt, der überhaupt einen 1000er Brawler hatte mit plus 2, Leute. Also diesen Rekord, den wird mir keiner mehr wegnehmen können. Ihr seht das, ich habe jetzt in dem Video tatsächlich nicht bis 1000 gepusht, aber ihr seht hier 1002 Leon, ne? Ich war, wie gesagt, der erste Spieler auf der Welt, der überhaupt einen 1000er Brawler hatte mit plus 2. Und ich zeige euch jetzt auch mal ein Gameplay, beziehungsweise wir gucken uns mal gemeinsam das letzte Game an. Damals mit Kellebra. Leute, ich habe dort gestreamt, ne, ich wurde so oft gesniped von deutschen Leuten, aber wir haben trotzdem alle Games gewonnen. Ne, ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr damals schon geguckt habt. Ihr seht auch Landi, Nova eSports, Twitch, ne, da habe ich noch auf Twitch gestreamt. So, hier beginnt das Game. Und ihr seht auch damals schon, ne, immer noch der beste Spieler-Kappa. Hier ist Symantec. Überhaupt kein Stream-Snipe-Kappa. Ja. Kellebra war ein Deutscher. Ivan. Ich glaube, Ivan spielt nicht mehr. Kellebra spielt auch leider nicht mehr. Marius07 kenne ich auch noch. Und da oben den Dima. Diesen russischen Namen da oben, den kenne ich auch. Die spielen aber alle, glaube ich, nicht mehr. Also Symantec spielt noch. Und ich glaube, von früher noch. Jetzt von den Deutschen, ganz früher. Ah, und Jeton auf jeden Fall, Jeton. Aber Jeton ist jetzt nicht in dem Video dabei. Ihr seht, damals war die Meta ein bisschen anders. Damals gab es auch keine Gadgets, wie ihr sehen könnt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das ein bisschen mehr gefühlt ohne Gadgets. Aber ja, ja. Penny war auch damals sehr, sehr stark. Ihr seht auch gleich plus 2. Ich hoffe, ich habe das auch aufgenommen. Wie gesagt, Leute, ich habe auch noch ganz altes Gameplay. Wenn ihr sowas sehen wollt, schreibt es in den Kommentaren und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ihr seht, diese Mushrooms sind so nice, ne? Sind so geil. Einfach so random spawn, so Healing Stations. Ja, ja, fühle ich, Leute, fühle ich. Leon war früher echt sehr, sehr stark. Aktuell ist Leon ja auch noch ziemlich stark, ne? Aber jetzt mittlerweile... Ihr seht auch, die Animationen sind ganz anders, ne? Ich gucke mal, ob ich plus 2 bekomme. Oh, ihr seht, ne, plus 2, Leute, ihr seht, es war echt krass, mit plus 2 einfach auf 1000 gepusht und Rang 20, ne. So, Leute, ich habe noch ein Game, beziehungsweise ein Video von mir gefunden, mit 16.000 Trophäen, damals war ich sogar, glaube ich, was war ich hier, also hier steht im Titel Top 2 global, damals haben wir Onyx geöffnet, ja, Team 2, gut, Platz 2 global, schon mega heftig, hier 100 Euro von Zirkun. Mega, mega heftig. Und ihr seht auch schon damals mein Level sehr hoch. 23 Brawler, ich hatte 16.000. Das war so ein King, war ich, Leute. Oder was heißt so ein King, aber... Ne? Wir gucken uns mal ein Gameplay an. Hier, Foody, Cursed. Oh, mit Cursed habe ich damals noch gespielt. Mal gucken, ob wir die Gegner...
Kenne ich nicht. Ihr seht damals Belagerung. Ich glaube, da haben wir noch Doppeltrophäen bekommen, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe so gerne immer Belagerung gespielt. So. Mal gucken, Leute, wir gucken uns mal das Gameplay an hier. Wisst ihr, also ich skippe mal kurz vor. Auch Belohnung. Come on, Belohnung. Das Video ist schon so alt, Leute, ne? Ist so alt. Wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, zeige ich euch gerne mal Screenshots von meinem Account. Ich habe hier sehr, sehr viele Screenshots. Verlieren wir da? Ein Anzeigefehler, Kapalan, ich verliert nie. So, oh, wir gewinnen doch. Sehr, sehr nice. Mal gucken, was wir da Schönes an Trophäen kriegen. Ja, damals mit Schlafanzug, man kennt ihn. Plus 8. Okay, das war doppelt, Leute. Das war doppelt. Okay, das war doppelt noch. Hier, Leute, habe ich noch richtig geiles Video für euch am Start, beziehungsweise was Geiles gefunden. Wie gesagt, ich habe auch auf dem alten iPad noch ganz viele Screenshots und auch altes Gameplay. Wenn ihr sowas sehen wollt, wie gesagt, unbedingt in den Kommentaren. Dann lade ich auch gerne dort mal ein Video hoch. Ihr seht, einer meiner ersten Season-Belohnungen, Leute. Das ist meine erste Season-Belohnung, die ich aufgenommen habe. Ich zeige euch das auch mal. Video-Details, hier. Am 11.03.2019, das ist meine erste Season-Belohnung jemals. Und ihr seht einfach, 860 Tokens waren das damals. Ja, das war meine erste Season-Belohnung, die ich aufgenommen habe. Und sonst, ja, mega, mega heftig. So, Leute, und zwar haben wir hier noch ein geiles Video, beziehungsweise, ja, ihr seht, mit Crow 500, ich hatte gerade mal 14.300 Trophäen, Leute, aber ihr müsst wissen, ich war trotzdem Top 10, Top 5, ich war immer in den Top Besten global, immer, ne, kleiner Flex, und mal gucken, hier habe ich mit Mami Jordan gespielt, in Crow Leon Duo Showdown, Leute, also das waren echt damals krasse Zeiten, ihr seht auch kein Gadget, nichts, ne, nur Star Powern. Ich glaube, damals gab es auch nur eine Star Power. Und mal gucken, ob wir hier Platz 1 werden. Wir gucken uns auf jeden Fall das Gameplay nochmal an. Ja, also ich muss echt sagen, ihr könnt mal, wie gesagt, auch schreiben, ob ich mal wieder mit Jeton. Jeton war auch früher, Leute, ich sag euch ehrlich, mit Jeton, Argo, viele kennen euch vielleicht Argo gar nicht. Jeton, Argo, dann gab es noch Gin Tonic. Mit den dreien oder so, ich glaube den dreien, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, habe ich am liebsten gespielt. Also da hat so viel Spaß gemacht. Ich meine, jetzt macht es mir auch noch Spaß, aber ihr seht, Browser hat sich schon hart verändert. Und ja, ich habe alle low gehauen, er hat die gelastet. Danke dafür. Oh, let's go. Oh, er hat geintet. Oh, er hat geintet. Immer meine Teammates am Ende, Leute. Schon früher, wie ihr sehen könnt. Schon früher. Hier war richtig, man merkt schon richtig, ich bin richtig tilted, Leute, ne? Man sieht einfach, ich kenne mich ja selber so gut, ne? Ich gucke einfach an meiner Facecam und merke schon, Bruder, wo's los? Das reicht mir. Bruder, wo's los? Danach bin ich erstmal offline gegangen, eine Runde weinen. Nein, Spaß. Aber ich weiß, wie ich früher halt gedacht habe. Und früher, also für die Leute, die es nicht wissen, ich habe ja damals auf Twitch gestreamt. Ich habe kein Witz, jeden Tag so 10, 11, 12 Stunden gestreamt und habe auch damals, ja, vielleicht ein oder zwei Loses bekommen. Manchmal hatte ich sogar 8, 9 Stunden Streams, wo ich nicht ein Spiel verloren habe, ne? Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr möglich, weil erstens, die Leute sind natürlich auch besser geworden und zweitens, es gibt viel zu viele neue Brawler mit viel zu viele Gadgets und Star Power, ne? Damals konntest du konstant auch durchcarryen. Deswegen wisst ihr ja auch, kennen mich auch die ganzen Top-Leute, wie Gül und alles. Ne, mit denen habe ich ja auch sehr viel früher gespielt, Crying Man, etc. Mal gucken, ob wir das Game gewinnen. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt vom alten Gameplay, was ich nicht hochgeladen habe, ich habe noch Gameplay, was ich nicht hochgeladen habe, schreibt es in den Kommentaren und hier werden wir wahrscheinlich Platz 1. Und, komm on. Oh, oh, er hatte hoch. Okay, schade. Ja, das ist mein Face. Oh, ihr seht meine Haare schon wieder on point. Ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne in den Kommentaren. Wenn ihr solche Videos feiert, ist mal was anderes. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns spätestens morgen. Macht's gut und ciao, ciao.